Es gibt eigentlich zwei Gründe, weshalb man es nicht bequem finden könnte, auf dem Rücken zu schlafen. Einmal ist, dass der Körper als Ganzes wie so rotiert ist. Dreh mal kurz den Körper nach rechts und dreh mal den Körper nach links. Und jetzt fühl noch mal rein. Fühl mal, wie sich das anfühlt nach rechts. Und fühl mal im Vergleich zu rechts, wie sich es anfühlt nach links. Und wenn es jetzt eine Seite gibt, die du lieber mochtest vom Drehen her, also bei mir zum Beispiel, ich drehe mich lieber nach rechts als nach links, hier vom Oberkörper her. Ne? Das spricht dafür, dass da so eine, wie so eine Rotation in den Körper reingearbeitet ist, in den Faszien drin. Und das führt dann auch dazu, dass man lieber nicht so gerne auf dem Rücken schläft, sondern man hat dann das Bedürfnis, sich dann doch irgendwie auf die Seite zu verdrehen. Und dann gibt es noch einen anderen Grund, weshalb es unangenehm sein kann, auf dem Rücken zu schlafen, und zwar, dass die vordere Körperlinie verkürzt ist. Die Vorderseite. Also fängt an meistens, dass die Bauchmuskulatur zusammen mit, also dass man einfach zu krumm sitzt die ganze Zeit, dann verkürzt sich die vordere Faszienstruktur und auch hier bei den Schultern, hier diese Muskulatur verkürzt sich dann. Und wenn man dann plötzlich sich auf den Rücken legt und das soll sich alles auf den Rücken wieder, also runtersenken, das ist dann sozusagen auch ein Zug auf die Knete. Und was eben eigentlich gut ist, aber was auch unangenehm sein kann, wenn das das hält man dann vielleicht nicht die ganze Nacht durch. Es gibt so eigentlich drei Übungen, die ich sehr, sehr gerne mache. Das ist einmal die Rotation, einmal, ich nenne das den Frosch, und einmal die Oberschenkeldehnung einfach. Das sind so die drei, die ich finde, die so bei meinem Körper zumindest den größten Effekt haben, sodass ich dann wirklich morgens aufwache, wie ich eingeschlafen bin und richtig gut geschlafen habe. Ich zeige dir mal die Übung in der Reihenfolge, in der ich sie mache. Also wir beginnen mit der Rotation. Dafür legst du die Beine auf eine Seite und den Kopf zur anderen Seite. Falls du jetzt eine Frau bist und du große Brüste hast und die eventuell wehtun, dann kannst du auch die Ellbogen neben die Brüste aufstützen sozusagen, ein bisschen ablegen und dann nimmst du damit ein bisschen Druck von den Brüsten weg. So, dann kannst du auch noch, wenn du das obere Knie über das untere nach vorne schiebst, dann wird die Rotation in der Brust- und Halswirbelsäule etwas herabgesenkt, also es wird weniger und dafür verteilt sich die Rotation harmonischer über die gesamte Wirbelsäule. Wenn du jetzt aber speziell Brust- und Halswirbelsäule drehen willst, dann musst du die Knie aufeinander halten. Und wenn die Zeit gekommen ist, das spürst du in deinem Körper, dass irgendwie sich was so entspannt hat, oder dann wechselst du zum Frosch und drehst dich einfach auf den Bauch, nimmst die Knie so auseinander, so weit wie möglich und legst die Fußsohlen aneinander und lässt jetzt die Füße zum Boden sinken. Und hier ist nur wichtig, dass dein Becken ganz fest am Boden bleibt und nicht hochgeht. Weil wenn es hochgeht, dann würdest du der Dehnung sozusagen ausweichen. Dann lieber die Knie etwas wieder zusammennehmen und aber dafür das Becken am Boden lassen. Okay, und wenn die Zeit dann wieder vergangen ist und du spürst, es hat sich soweit entspannt, dann kommt die Rotation auf der anderen Seite und dann machst du das gemütlich. Und wenn du das dann gemacht hast, dann kannst du als nächstes die Oberschenkel dehnen. Da ist einfach nur wichtig, dass du dein Becken erstmal so drehst, dass die Beckenvorderseite, dass die nach oben zum Kopf hochkommt, also so wie den Bauch einzieht. Bei der Oberschenkeldehnung gibt es noch zwei andere Varianten, je nachdem wie dehnbar du bist oder was dir Spaß macht. Wenn du sehr gut gedehnt bist, kannst du auch die Variante hier machen, aber die ist ordentlich. Also bei mir gehen zum Beispiel auch die Knie hoch und der Rücken ist recht gebeugt. Aber wichtig ist, hier nicht zwischen den Fersen sitzen, also nicht am Boden das Becken lassen, sondern schon oben richtig auf den Fersen sitzen. Sonst gibt es noch die Variante auf dem Bauch. Da beugst du einfach deine Knie und ziehst eben mit den Händen die Füße zum Gesäß. Fertig. Zur Rotation ist noch wichtig, dass du eventuell aufpassen musst mit der Halswirbelsäule. Das unterschätzt man oft, dass das ganz schön heftig ist für die Halswirbelsäule, so stark zu rotieren. Wenn du merkst, dass dir irgendwie was wehtut oder dir komisch wird, dann dreh den Kopf einfach nicht ganz so stark zur Seite. Du merkst, ob du das richtig gut gemacht hast, diese ganzen Dehnungen, wenn du jetzt dich danach auf den Rücken legst und sich dein Körper ganz angenehm entspannt anfühlt. Es kann sogar sein, dass jetzt deine Lendenwirbelsäule und auch deine Halswirbelsäule und auch deine Kniekehlen richtig auf dem Boden flach aufliegen, wo vorher die vielleicht noch hochgewölbter waren. Und auch dein Verlangen, sich auf die Seite zu drehen, das sollte jetzt auch eigentlich verschwunden sein.